Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Commander Hering Shepard. Wir spielen Mass Effect 3 weiter und heute begeben wir uns auf die Citadel, denn dort geht es storymäßig weiter und nebenbei können wir unsere ganzen Gegenstände abgeben, die wir zwischenzeitlich gefunden haben, und dann können wir mal schauen, wie viele Nebenquests tatsächlich noch offen sind, denn ich habe vollkommen den Überblick verloren, was das angeht. Allianz Docks, genau. Das Apartment von dem lieben Captain Anderson wollen wir ja... Ist doch das Apartment von Captain Anderson, oder? Ich glaube schon. Das wollen wir noch nicht begutachten, weil es ist noch nicht so weit. Mir wurde noch nicht gesagt, dass es 5 vor 12 ist. Sie dürfen dementsprechend anlocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. In Ordnung. Dementsprechend brauche ich auch noch nicht in das Apartment gehen. Das wurde mir ja schon irgendwie nach Part 10 oder so von diesem Let's Play gesagt. Nee, aber nach Part 20 oder so. Irgendwann so um den Dreh herum. Da wurde mir jedenfalls gesagt, ich soll da bloß nicht hingehen, bevor ich nicht alles andere gemacht habe. Weil das total cool wäre und so, aber eben nur, wenn ich es ganz zum Schluss mache. Ich verlasse mich da einfach mal auf euch. Und ja, dann befinde ich mich jetzt auf der Citadel und gucke natürlich auf meine Karte und sehe, dass hier absolut niemand ist. Aber guck mal, hier müssen doch irgendwelche Asari-Ratsherren, Jacob, Berater, Dr. Zilon, wütender Elkor, Aria T-Loke, Edie, Joker, Wissenschaftler, Kriegsstratege, Forscher, Tali, Liara, James, Flüchtling, Said, ein paar Leute jedenfalls. Okay, gut. Dann klappern wir die jetzt alle mal ab. Und... Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Yay, aber die Geschichte hatten wir doch im Endeffekt schon, oder? Sie will ja nur versetzt werden, damit sie nicht gegen Cerberus kämpfen muss. Passt schon, ja. Soll sie halt sich versetzen lassen, mein Gott. Ist schon in Ordnung. Ich kann das ja fast ein bisschen nachvollziehen. Oder auch nicht, je nachdem. Ich bin Commander Hering Shepard. Ich kämpfe gegen alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Und sich hinter irgendwelchen Schutzwellen verbarrikadiert hat. Aber wie das halt so ist. Naja, gut. Atmen wir nochmal die frische Luft der Citadel ein. Wer weiß, wie lange wir sie noch einatmen dürfen. Ich bin ja gespannt auf das Asari-Problem, was uns dann kredenzt wird. Und ob dieses Problem tatsächlich ein großes Problem ist oder eben auch nicht. Karte. So, wen haben wir denn jetzt hier? Bei James ist ein Flüchtling. Mit dem wollen wir reden. Mit Said muss ich nicht unbedingt reden, oder? Der würde mir eh nur wieder seine alten Kriegsgeschichten erzählen, die absolut uninteressant sind. Deswegen passt schon. Aber mal gucken, wie es hier weitergeht. Was machst du hier? Ich warte. Du wartest? Auf wen denn? Auf meine Eltern. Sie haben mich in der Das fängt jetzt wieder von vorne an. Ich bin ein bisschen irritiert. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Das finde ich sehr, sehr unschön. Hallo James. So, wo ist der Flüchtling? Du vielleicht? Ich habe auf Gaihinom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. Das mache ich sofort. Der Einwand war jetzt ein bisschen doof, James. Davon abgesehen, stimmt, soll das ein Witz sein? Weil ich frage mich jetzt an der Stelle einfach mal. Ja, das klingt immer so ein bisschen doof. Sagen Sie, dass Commander Shepard Sie geschickt hat, genau. Und die Bürohengste von der Allianz, die sagen dann einfach, oh ja, Commander Shepard hat Sie geschickt. Natürlich, das glauben wir sofort. Dip, 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 dip. Das glaubst du selber nicht. Die zeigen den Vogel. Also, wenn ich ihm jetzt nicht gerade irgendwie etwas diesbezüglich geschrieben hätte, ein Commander Hering Shepard Schriftstück, auf dem steht, glauben Sie diesem Mann alles, was er sagt. Also, ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich so zielführend ist. Diese Herangehensweise, die unser Commander hier gerade vorschlägt. Aber, na gut. Es wird schon so seine Richtigkeit haben. Zumindest haben wir ein paar Credits bekommen und so weiter. Kann jetzt also nicht so verkehrt gewesen sein. Okay, was haben wir? Wir haben hier einen wütenden Elkor. Mit Edie und Joker können wir vielleicht noch reden. Ja, können wir machen. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Buch D24 auf Sie.
erstaunt und erfreut. Wirklich, das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank, Mensch. Aufrichtig, das wird unserem Volk eine große Hilfe sein. Bitte mehr Elkor-Dialoge. Es macht so viel Spaß, denen zuzuhören. Jetzt ist aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. Wo hast du geparkt? Ich bin mit dem Rapid-Transit gekommen. Und dabei hast du dir den heißesten Wagen der ganzen Welt. Ich habe auch die neue Station gesehen. Ich habe ihn vor einer Woche verkauft. Was? Aber du hast den Wagen noch geliehen? Ich weiß. Du hast doch noch nichts anderes als den Wagen gesprochen. Ich weiß. Ich verstehe das Drama jetzt an der Stelle noch nicht so hundertprozentig, aber vielleicht bekommen wir da nochmal die Gelegenheit, die volle Geschichte zu hören oder so. Wer weiß das schon so genau? Gut. Ja, ich war irritiert. Edie und Joker sind nicht auf der Tanzfläche, sondern treiben sich irgendwo hier unten um. Achso, Joker ist wieder irgendwo an der Bar und... Nö, wo ist Joker? Joker? Hallo? Boah. Irgendwie hing ich gerade seltsamerweise fest, dass da... sehr, sehr seltsam aus. Er ist gar nicht hier. Joker? Wenn ich keine Fragen beantworten muss, wäre ich gern allein. Ja, ist gut. Joker? 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 Ist er doch auf der Tanzfläche? Ich bin erstaunt und verblüfft. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Yay. Okay, gut. Ja, also ich hatte ja ganz kurz irgendwie die Hoffnung, dass ich Edie und Joker doch noch zusammengebracht hätte. Also hundertprozentig scheint es nicht geklappt zu haben. Weil, also sie verstehen sich offenbar gut. Ich weiß nicht wie gut, ich weiß nicht, was sie in ihrer Freizeit eventuell noch zusammen tun oder auch nicht tun. Geht mich im Endeffekt auch nichts an. Aber wenn ich die beiden wirklich laut dem Spiel zusammengebracht hätte, dann würden die bestimmt entweder zusammen auf der Tanzfläche herumwuseln oder aber, ja, Joker würde am Tisch von Edie sitzen und sie würden sich anschmachten und lange, ausführliche Dialoge führen, die zu nichts führen. Ankunft, ja, beim Punkt. So, hier müsste ein bisschen was sein. Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Bucht D24 auf Sie. Das ist wunderbar, danke. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Wundervoll, genau sowas in der Art habe ich mir gedacht oder vorgestellt. So, hier müsste noch irgendwo ein Dr. Silon herumwuseln. Zu dem möchten wir dann natürlich auch noch. Und dann sind Sie zurück zur Farm. Wir sind den Hügel runtergeschlichen. Wir hatten Hunger, waren verdreckt. Ich hatte aus dem Handtuch eine Art Kittel gemacht. Sie hatten die Leichen weggeräumt, um neue Husks herzustellen, dachte ich. Aber einige der Farmer lebten noch. Sie wurden gefangen gehalten. Und Niaira war da. Sie hatte das Kommando. Ich konnte sie sehen, kam bis auf 10 Meter an sie ran. Hätte ich nur meine Waffe gehabt. Was geschah dann? Ich schaffte es bis zu den Gefangenen. Das Bauernmädchen nahm ihnen die Fesseln ab. Und dann begannen sie alle zu schreien. Und an der spannendsten Stelle hörst du auf? Verdammt. Jetzt bin ich mir übrigens ziemlich sicher, dass die Psychologin links da ist. Auch wenn sie ein bisschen... Ja gut, von vorne sieht es irgendwie komisch aus, wie sie da sitzt. Von der Seite geht es noch einigermaßen, aber egal. Ja, links die Psychologin, rechts ist die komische Patientin. Wurde mir mittlerweile vielleicht auch in Kommentaren gesagt. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwann zwischenzeitlich mal so explizit noch gefragt, aber... Was soll's? So, Dr. Silon, bitte ins Labor. Ich habe hier etwas gar Furchtbares für Sie. Ich weiß nicht mal mehr, was ich für Sie habe. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Yay.
Sie klingen übrigens genauso wie ein gewisser Salarianer, den ich mal kannte und den ich über den Haufen geschossen habe. Nichts für ungut. Hust, hust. Oh Mann. Die Geister der Vergangenheit. Ich freue mich schon so sehr, irgendwann bei Zeiten einen hundertprozentig vollständigen und perfekten Spielstand anzulegen, wo ich absolut einfach nur gut bin und alles richtig mache und überhaupt und sowieso. Aber prinzipiell müsste ich dann in genau diesem Spielstand entweder die Quarianer oder die Geff komplett kaputt machen. Eventuell, naja. Naja, gut. Das überlege ich mir vielleicht bei Zeiten nochmal. Bei Zeiten nochmal. Hust. Man hätte den Krieg ja auch ohne sie gewinnen können. Entweder ohne die Quarianer oder ohne die Geth. Aber das wäre schon echt... Wow. Ich muss mir das erstmal auch tatsächlich wieder vor Augen führen, was für eine Entscheidung das eigentlich war. Ich hätte tatsächlich mich für eine der beiden Rassen mehr oder weniger entscheiden können. Das wäre so... So schlimm. Der Gedanke an sich... Ja, egal. Gut. Karte. Wir haben hier einen Wissenschaftler, einen Kriegsstrategen. Was ist eigentlich mit Miranda? Die treibt sich irgendwo herum. Ob wir sie nochmal ins Gesicht bekommen, das wäre irgendwie ganz nett und witzig. Aber es ist nicht gesagt, dass das tatsächlich passiert. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Sowas erledige ich doch spielend leicht und mit Hingabe und immer ganz schnell und ratzfatz. Gut, so, hier müsste doch dann jetzt irgendwo einer herumstehen, dem ich eventuell, was denn? Bei den Apartments, ein Kriegsstratege. Da war doch noch einer, der was mit den Kakliosaurier-Dingens haben wollte, oder nicht? Zufällig habe ich einen in Bernstein eingeschlossenen Kakliosaurier-Schädel gefunden. Vielleicht können Sie ihn zum Klonen brauchen, oder... Sie machen Witze. Im Ernst? Nun, wenn das genetische Material intakt ist, könnten wir... wir haben auf Sir Cash eine Klonanlage. Kakliosaurier-Gene waren erstaunlich gut verarbeitbar. Klonen könnte funktionieren. Yay, Klonen! Wuhu! Ist zum Glück... In diesem Zeitalter eine absolut nicht mehr verpönte Sache. Im Gegenteil, da macht sich dann irgendwie keiner mehr Gedanken drüber. Gehört einfach dazu. Finde ich super. So, mit dir brauchen wir nicht reden. Hier soll doch irgendwo Tali herumstehen. So scheint es zumindest, was interessant ist. Die Schiffe können in 36 Stunden da sein. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Nein. Die Evakuierung ist völlig ausreichend. Danke, Botschafterin. Botschafterin? Ich koordiniere die Flotte, solange wir hier sind. Kolonien evakuieren, turianische Verteidigungslinien stärken. Genau hier war es, glaube ich. Auf den Tag vor 3 Jahren. Was? Dass Sarens Attentäter mich beschossen haben. Ich war neu auf der Citadel und dachte, ich brauche keine Barrieren. Großer Fehler. Das war sicherlich nicht hier. Na gut, die Citadel hat sich ein bisschen gewandelt zugegebenermaßen, aber das war nicht hier, da bin ich mir sehr sicher. Saren wollte sie umbringen? Ja, ich hatte bei den Guests die Aufnahme gefunden, die bewies, dass er für die Reaper arbeitete. Ich ging nach Ilium, um die Behörden zu informieren, aber Sarens Söldner griffen mich an. Ich entkam nur knapp. Ich ging an Bord eines Frachters und kam hierher. Ich dachte, ich wäre sicher. Dass Sarens Leute in den Bezirken operieren, verstehe ich. Aber das Präsidium? Schalldämpfer, Poloniumkugeln? Niemand hat etwas gehört. Nur ein Schlag gegen den Arm. Aber dann Strahlungs- und Rissalarm. Es war die erste echte Verletzung auf meiner Pilgerreise. Ich lief sofort zur Ratsbotschaft, bat um Schutz und bot die Daten über Saren an. Der turianische Beamte nannte mich Anzugratte. Ich sollte abhauen, sonst würde er mich von der Station werfen lassen. Ich wünschte, er könnte sie jetzt sehen. Hat er gerade. Das war er. Ich glaube nicht, dass er sich erinnert. Ach komm. Vielleicht sollten wir ein paar Worte mit ihm wechseln.
Ich plane seit 3 Jahren, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Aber als ich ihn sah, war er nur ein Beamter, dessen Volk verzweifelt Hilfe braucht. Die es dank Ihnen auch bekommt. Gute Arbeit, Botschafterin. Der Krieg ist wichtiger als Missgunst und Vorurteile. Vielleicht mussten wir beide erst erwachsen werden. Der Unterschied ist, dass Sie geholfen haben. Danke, Shepard. Genau wie Sie. Yay! Alles sieht so friedlich aus. Alles sieht so friedlich aus. Rauchschwaden immer noch überall. Kein bisschen aufgeräumt und so. Die geben sich kein bisschen Mühe hier. Egal. Frieden. Wuhu. Alles wunderschön. So. Wo ist jetzt der komische Typ, dem ich irgendwie immer noch was... Ne, Moment. War jetzt hier... Doch, hier muss noch irgendwo... ein Forscher sein. Hier muss noch irgendwo ein Forscher sein. Bestimmt auf der anderen Seite. Ja, ja, wenn wir dann wieder die Treppe raufkommen und so. Passt schon. Bin gerade überlegen, ob ich nochmal einkaufen will, aber eigentlich muss ich das nicht unbedingt. Hallo, Shepard. Hallo, Liara. Gut. Ich mag unsere Beziehung übrigens auch. Die ist so offen und wortgewandt quasi. Mann, wir sind pausenlos am Plauschen und herumalbern. Man könnte echt denken, dass wir zusammen sind. Ja, das macht Spaß. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Ja, ja, kein Ding. Tob dich damit aus. Hab ganz viel Spaß damit. Will gar nicht wissen, was du im Detail damit anstellst. Und ja, damit haben wir jetzt fürs Erste ja, mit allen reden können. Seltsamerweise ist Tali hier jetzt gar nicht mehr zu sehen im Präsidiumsunterhaus. Ist ja witzig. Okay, dann geht's jetzt als Nächstes zu den Citadel-Botschaften und da, ja, ist nur noch die Asari-Ratsherrin, unsere nächste interessante Person. Das bedeutet, wenn ich jetzt ins Logbuch gucke, sehe ich, dass es tatsächlich weniger geworden ist. Es ist weniger geworden und das bedeutet, okay, die beiden Omega-Sachen müssen wir außen vor lassen. So, Cerberus-Verschlüsselung, okay, Reaper-Code-Fragmente, Technologie zur Störung der Zielerfassung. Mhm. Alles Dinge, die nicht auf einem spezifischen Planeten oder in einem spezifischen System zu finden sind, sondern die ich alle hätte unterwegs finden müssen. Oder die ich vielleicht noch finde? Fragezeichen. Keine Ahnung. Die wir vielleicht aber sogar auch noch finden oder bekommen, wenn ich jetzt an mein Spectre-Terminal gehe, weil sie dort für einen relativ erschwinglichen Preis feilgeboten werden. Das wäre zumindest nett. Es muss nicht sein, aber es wäre nett. Unterm Strich bin ich jedenfalls mit meinem Logbuch dann an der Stelle überaus zufrieden. Es könnte schlimmer sein. Und das, obwohl das Logbuch hier in Mass Effect 3 nun wirklich absolut eigentlich für die Tonne ist, aber naja, passt schon. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, sie könnten... Die haben jetzt auch wieder angefangen, oder? Ich glaube irgendwie, dass das kein neues... Hallo Bailey, ich will überhaupt nicht zu dir. Ich glaube nicht, dass es ein neues Gespräch ist. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und stattdessen begebe ich mich direkt zum Spectre-Terminal. Bekomme wieder wichtige E-Mails hierher. Genau. Posthume Auszeichnung. Captain Ray Riley, eine N7-Agentin, die im Einsatz gefallen ist, wurde für eine posthume Ehrung vorgeschlagen. Der Orden soll ihrer Familie überreicht werden, statt der Leiche, die nicht mehr beigebracht werden kann. Eine Empfehlung durch einen Spectre würde das Verfahren enorm beschleunigen. Ah, von mir aus. So, dann hat sie auch ihren Seelenfrieden. Zack. Ich fühle mich immer noch nicht schuldig. Tut mir leid. So, aha! GevTech zur Störung der Zielerfassung. Ein verdeckt operierendes Eclipse-Team will eine Störtechnologie aus einer Gev-Station verkaufen. Der Einsatz solcher Störeinheiten auf dem Präsidium würde Feinde im Fall eines weiteren Angriffs auf die Citadel behindern und somit zivile Leben retten. Da die Allianz die Arbeit von Eclipse-Söldnern nicht offiziell unterstützen kann, soll so getan werden, als wäre die Technologie während des Einsatzes auf Ranoch gefunden worden. Natürlich, habe ich da gefunden. Kein Ding. So. Reaper-Code-Fragment.
Asari-Kriegsstrategen haben Schwierigkeiten, die Truppenbewegungen der Reaper vorherzusagen, weil sie ihre Denkprozesse nur unzureichend nachvollziehen können. Ein Trümmerjäger ist bereit, einen Reaper-Prozessor zu verkaufen, den er nach dem Angriff des Sovereign auf die Citadel vor einigen Jahren unter den Trümmern gefunden hat. Damit ließen sich die Anstrengungen der Asari-Streitkräfte dramatisch verbessern. Kaufen wir auch. So, und darüber hinaus... Schrotflinte, Handfeuerwaffe... Ja, zumindest eine Waffe kann ich mir locker kaufen. Joa, dann kaufe ich mir die Black Widow. Bam. Schön. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Karte ist hier irgendwer... Asari-Kriegsstrategin. Aha. Die steht da vorne rum. Der kann ich das gleich in die Hand drücken. Und wo ist der andere Typ? Der ist wahrscheinlich... im Präsidiumsunterhaus der C-Sicherheit-Officer. Gut. Gehen wir da jetzt auch gleich noch als nächstes hin. Ich weiß ja nicht, was passiert. Das ist blöde, wenn wir mit der Asari-Ratsherrin sprechen. Es wird so oder so ein Umweg werden. Also können wir doch im Prinzip auch gleich nochmal dorthin gehen. Ja, halte ich für vertretbar. Oh, du warst das gar nicht? Ich dachte, du wärst das gewesen. Wer war denn das dann? Hallo? Sucht hier irgendjemand etwas? Hallo? Irgendjemand? Zufälligerweise? Was ist mit dir? Hä? Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber ihre Truppen können sie retten. Drängend. Bitte, alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Naja, vermutlich weil ihr so unglaublich nützlich seid. Objektiv betrachtet. Subjektiv, naja. Wie kämpfen ihre Leute? Stolz. Mit VI-unterstützter Infanterie. Unsere Soldaten tragen schwere Waffen auf ihren Rücken in die Schlacht. Stolz und beschämt. Unsere Feinde nennen uns lebende Panzer und andere weniger schmeichelhafte Dinge. Ja. Helfen wir dem oder helfen wir ihm nicht? Ach komm. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich, Dekuna brennt. Yay! Cool. Was für ein Zufall, dass wir erst vor kurzem auf Dekuna waren, um das komische Dings da abzuholen. Aber, naja, was soll's. Ich bin trotzdem überfordert. Das... war das der, mit dem ich jetzt hier sprechen sollte, laut Karte, oder was? Botschafter? Nee. Irgendwo da vorne soll eine Asari-Kriegsstrategin herumlungern. Irgendwo da vorne. Ich bin verwundert. Wo hängt die denn hier rum? Außerhalb des Fensters? Nein, du bist eindeutig alles, aber nicht Asari? Nein, 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 nein. Bist du sicher, dass das... Hallo? Du siehst doch aus wie eine... Bist du das wirklich nicht? Ich bin doch der Meinung, dass wir mit der... Hatten wir nicht mit der geredet? Jetzt mal... ganz ernsthaft. Und unverblümt. Hallo? Du auch nicht? Nein? Niemand? Hallo, ich habe etwas zum Abgeben. Juhu. Du auch nicht? Ich werde wieder... Kann sein, dass wir irgendein Bug ist oder so. Ich fürchte es fast. Wenn ja, dann fühle ich mich ein ganz klein wenig verarscht. Ich gucke jetzt nur hier gerade kurz noch was, ob... Aber... Nö. Nö, nö, nö. Jo, dann bin ich wirklich überfragt. Aber das Komische ist ja, dass es auf der Karte trotzdem angezeigt wird. Bei den Botschaftsbüros. Eine Asari-Kriegsstrategin. Das kann nur die da vorne sein eigentlich. Mit einer anderen hatten wir hier nicht geredet. Tut mir leid. Sehr verwirrend. Gut, wir verlassen sonst einfach mal das Gebiet. Und gehen mal zum
Präsidiums Unterhaus nochmal, um das andere abzugeben. Und dann kämen wir hierher nochmal zurück und dann ist vielleicht irgendwas hier los oder so. Aber das mit dem Botschafter, das war jetzt sehr random. Ich hoffe nicht, dass hier noch irgendwelche anderen Leute herumstehen oder so, die uns noch zusätzliche Aufgaben prinzipiell in die Hand drücken würden. Das würde ich ein bisschen als seltsam empfinden. Oder beziehungsweise ich würde es ein bisschen doof empfinden, weil ich dann zu sehr das Gefühl hätte, dass ich ein paar Dinge einfach verpassen würde. Und ich will so ungern Dinge verpassen. Vor allem bei der Phase, wo wir jetzt im Spiel befinden. Also mal ganz ehrlich. So. C-Sicherheitsoffizier da. Das hier habe ich aus einem Störturm der Geth. Vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Wie zum Teufel sind Sie? Schon gut. Bei so einer Tech ist mir völlig egal, wo sie herkommt. Meine Leute werden sich das genau ansehen. Und wenn der Krieg wieder hierher kommen sollte, können wir vielleicht mehr Leben retten. Richtig. So sieht nämlich aus. Das ist ein wunderbarer Plan. So, was anderes ist hier nicht, ne? Nö. Nur Liara. Tali hier angeblich. Nicht mehr. Okay. Ja, finde ich doof. Weil wir haben jetzt auch gerade wieder bei dem Officer gesehen, das ist eigentlich relativ eindeutig, wenn man jemandem etwas in die Hand drücken kann, er wird dann auch sofort angeleuchtet, ausgeleuchtet, wie auch immer, so dass man ihn in jedem Fall und definitiv finden kann. Das müsste dann ja hier eigentlich ähnlich sein, aber wenn die Asari sich jetzt einfach nicht zu erkennen geben möchte, dann muss ich leider auf diese Quest verzichten und sagen, Pech gehabt. Dann behalte ich eben das Dings da, was auch immer ich jetzt nochmal habe. Na? Ah, jetzt auf einmal. Interessant. Entschuldigen Sie, ich bin Commander Shepard. Wenn Sie versprechen, vorsichtig zu sein, habe ich etwas für Sie. Ja, ich kann damit versuchen, Ihre strategischen Schritte vorherzusagen. Wir können damit möglicherweise ein paar Welten retten, Commander. Danke. Yay, okay. Sie war sehr leise, aber das ist egal. Ja, Formulare, bla bla, die ganze Geschichte war doch schon durch. Ach ja, bei manchen Gesprächen ist es ist schon unglaublich, wie viel Text in diesem Spiel so allgemein drin ist, aber na gut, darüber können wir uns vielleicht später nochmal auslassen. Jetzt erstmal Asari Ratsherren. Bitteschön. Bitteschön? Bitteschön. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tigel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Und weiter? Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken Sie es dann? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Kräftegleichgewicht, das jetzt an der Stelle eigentlich nicht mehr besteht, weil wir ziemlich viele Dinge in der Galaxie mittlerweile ins Rollen gebracht haben, aber egal. Weshalb die plötzliche Zusammenarbeit? Die Ereignisse zwingen uns zu diesem Schritt. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Ja. Auf einmal ist bei denen Not am Mann.
so ungefähr. Und jetzt kommen sie halt angekrochen und finden plötzlich unsere Pläne auch ganz toll und so und wollen auch unbedingt mitmachen. Also ich finde das ja ein bisschen, naja, aber ich meine, wir haben keine große andere Wahl. Also was soll ich jetzt sagen? So nach dem Motto, nö, wir anderen, wir spielen jetzt alle zusammen mit. Krogana, Turiana, Quarianer, Geth und die ganzen anderen, die ich vergessen habe. Und die Asari lassen wir jetzt einfach mal vor, außen vor. Edgy Badge. Schicken wir alle Reaper zu denen hin. Nee. Das können wir auch nicht machen. Und wenn sie jetzt doch schlussendlich ihre Hilfe anbieten, dann kann das ja wirklich nur von Vorteil sein. Ich wollte nicht auf die Karte gucken. Ich wollte nochmal ins Logbuch gucken. Und sehen, ja, dass es nochmal weniger geworden ist. Und dass wir uns aber vorher natürlich auch mal um das kümmern können. Die Elko haben eine Notevakuierung von Kriegern und Zivilisten gebeten, die auf ihrer Heimatwelt Dekuna festsetzen. Suchen Sie auf Dekuna nach Überlebenden, retten Sie sie, falls möglich, und kehren Sie dann zum Elko-Botschafter zurück. Na, auf die... Ja, auf die Mission bin ich dann doch nochmal ein bisschen gespannt, wie sich das da so entwickelt. Ja, ja, kleiner Bruder, Cerberus, bla 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 bla. Ich finde das... Ja, keine Ahnung, wie das gestaltet ist. Was? Rex. Shepard. Es ist Besucher nicht gestattet, Waffen auf die... Oh oh. Was machen Sie da? Ich weiß alles. Wir bieten Ihnen unsere besten Wissenschaftler für den Tiegelbau und die Unterstützung unserer Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach. Es ist Ihre Entscheidung. Woher haben Sie das? Morden war nicht meine einzige STG-Quelle. Oder dachten Sie, ich wäre so dumm wie mein Bruder Reef? Was haben Sie getan? Sicherheitsalarm in Bucht D24. Hoppla! Ich hatte befürchtet, dass gewisse Dinge irgendwann auf den Tisch kommen, aber doch nicht jetzt. Okay. 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 Warum sollte ich Sie verraten, Rex? Wir beide kennen uns so lange und können es mit der ganzen Galaxie aufnehmen. Netter Versuch. Aber Worte helfen Ihnen diesmal nichts, Shepard. Ich ehre unsere Freundschaft, indem ich es mit einer Kugel in den Kopf Schnee mache. Eines noch, bevor Sie sterben. Wir unterstützen die Erde nicht mehr. Wenn mein Volk ausstirbt, dann auch das Ihre. So muss es doch nicht enden, Rex. Es hätte schon auf Wörmeier so sein sollen. Aber ich habe den Fehler gemacht, ihn zu trauen. Ich weiß, was Sie getan haben, Shepard! Warum war er so wütend? Fragen Sie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was... Also, ich bin... ja. Ich weiß nicht. Einfach durchgedreht. Krogana Jinzo liegt an der Genophage. Wer keinen Sinn im Leben sieht, dreht durch. Ist ja auch egal, wir machen einfach wieder sauber. Okay, Leute, gehen wir's an. Und sagt der Leichenhalle, wir haben wieder eine Lieferung. Wenn der Sarg dafür zu klein ist, entsorgen wir die Leiche im Weltraum. Wow. Scheiße. Wissen die anderen Kroganer darüber jetzt quasi auch Bescheid? Oder was noch viel schlimmer ist, wissen die anderen Leute aus meiner Crew Bescheid? Über dieses kleine, eventuell schmutzige Detail in meiner Vita. Das ist jetzt nicht gut. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Ja, will ich gar nicht lesen. Ich muss trotzdem. E-Mail. An Alarm. Neuer Artikel über Earthnot Rex. Von automatische Index-VI. Citadel. Auf der Citadel kam es heute zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, als Earthnot Rex, ein bekannter kroganischer Söldner,
einen Allianzsoldaten wegen einer unbezahlten Spielschuld anpöbelte. Laut Zeugenaussagen wurde aus dem verbalen Schlagabtausch schnell ein körperlicher, in dessen Verlauf der Kroganer seine Waffe zog und das Feuer auf den schutzlosen Allianzsoldaten eröffnete. Als Kräfte von C-Sicherheit am Tatort eintrafen, mussten sie den Söldner töten, um den Konflikt zu beenden. Ich kann bestätigen, dass es einen Vorfall gab, an dessen Ende ein bewaffneter Kroganer in der Nähe der Ladedocks erschossen wurde, sagte C-Sicherheit-Commander Armando Bailey. Wir wissen noch nicht, wie er seine Waffe auf die Citadel schmuggeln konnte oder was der genaue Auslöser für den Kampf war, aber es ging wohl um irgendeine Wette, deren Ausgang strittig war. Unsere Ermittlungen gehen weiter und wir werden vor deren Ende dazu keinen weiteren Kommentar mehr abgeben. Au, au, au. Okay, die Sache hat sich ja ein bisschen blöd entwickelt. Commander? Ich will jetzt nur rein Interesse halber wissen, ob meine Leute darüber reden oder nicht. Und ich will gleich nochmal im Kampfinformationszentrum quasi gesehen gucken, ob die Kroganer jetzt noch als unterstützende Fraktion mit drin stehen oder nicht. Rex wird mit irgendjemandem darüber gesprochen haben, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt wirklich nur auf eigene Faust gemacht hat. Also irgendwie auf eine gewisse Art und Weise könnte ich es mir schon vorstellen, aber es wäre halt, ja. Aua. Aua, aua. Ich hab Mist gebaut. Genauso fühlt sich das gerade an. Garrus? Hi? Später. Später. Okay. Willst du nicht mit mir reden? Hab ich Mist gebaut? Garrus? Oh, bitte. Och, Leute. Ich hatte eine Wahl, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Quasi. Wirklich. Liara? Willkommen zurück. Hi. Willkommen zurück. Okay, sie ist genauso wie immer. Keine neuen E-Mails hier. Gut. Ja. Kann nicht irgendeiner irgendwas dazu sagen? Damit ich so ungefähr weiß, wo ich jetzt stehe? Ich finde das gerade ein bisschen unheimlich. Okay, wie gesagt, zurück ins Kampfinformationszentrum. Joker. Joker redet immer über alles. Egal, ob es angebracht ist oder auch nicht. Er hat zu allem eine Meinung. Dementsprechend können wir jetzt einfach mal zu Joker gehen und ganz kurz und vorsichtig anklopfen, ob er irgendwie etwas darüber jetzt weiß oder nicht. Hi. Commander? Commander? Die reden alle nicht mit mir. Okay. Wow. Ich habe jetzt total verschissen. Habe ich den Eindruck. Das ist erstaunlich. Ist nicht erstaunlich. Aufgrund dessen, was wir da getan haben. Commander Shepard? Ihr könntet doch einzelne Sätze irgendwie von euch geben. Ohne gleich hier ganz groß zu palavern. Ist erstaunlich. Hätte ich an der Stelle nicht wirklich gedacht. Aber gut. So. Wie gesagt, ich will kurz gucken, ob die Kroganer jetzt noch auf unserer Seite sind oder nicht. Bop, 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 bop. Allianz, Tigel. Doch. Die kroganischen Clans haben zugestimmt, ihre beträchtliche militärische Macht gegen die Reaper ins Feld zu führen. Grunt, Company, kroganische Clans. Stand hier ursprünglich Rex drin? Als... Vermutlich, oder? Vermutlich. Konfliktgebiete. Alles noch vollkommen konfliktisiert, quasi. Ja, also, ich bin gespannt, wie das Spiel das jetzt weitermacht. Ob das jetzt tatsächlich dann nochmal näher thematisiert wird, meine Auseinandersetzung mit Rex, ob da jetzt irgendeiner meiner Kameraden noch irgendwas zu sagt oder eben nicht. Und ob wir da noch irgendwas hören, eine allgemeine Stellungnahme irgendwie von den Kroganern oder wie auch immer. Ja, ich bin gespannt.
Ich bin wirklich gespannt. Und das war jetzt... Es war wirklich ein großer Schock, als Rex da plötzlich stand. Und warum musste er... Warum... er soll sich auf das Wesentliche konzentrieren. Den Krieg und alles andere danach. Nach uns die Sintflut, so ungefähr. Aber doch nicht so. Wow. Wow. Ja, und ich hatte danach keine andere Wahl. Also wie hätte ich den Konflikt mit ihm er wollte mir den Kopf abbeißen, beziehungsweise wegschießen. Es gab keine andere Möglichkeit, den Konflikt zu entschärfen. Okay. Na gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal irgendeine Aufgabe und so. Das Commander-Leben geht weiter. Ich sag dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.